Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute gibt es die zweite Folge zu der Trainerkarriere bei Heidenheim. Erstmal möchte ich mich bedanken für die ganzen Tipps von euch. Ihr wart echt super. Und die Aufrufe waren auch sehr gut. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Also ich werde jetzt gucken, dass ich jede Woche ein Video raushaue. Weil das geht von meiner Arbeit her, wird das ein bisschen eng immer. Ja. Ihr habt vorgeschlagen im Sturm Nemscha. Dann hier Nartey. Tonali. Dann Mandragora. Fein in der Abwehr. Und Mere. Früchtel und Arne Meyer. So. Ich werde mal schauen, Transfers, Spieler suchen, nach Namen. Wir schauen mal nach Mere, weil der sollte wahrscheinlich nicht so billig sein, hat Kolle gemeint. Der ist, was ist der überhaupt, Abwehr? Jorge Mere, ist das der hier? Kolle, wenn das der hier ist, dann schreibt mal ja, in die Kommentare bitte. So, ich werde den mal F. Braun bitten, um Jore zu beobachten. So. Den beobachten wir erstmal. Wenn Kolle sagt, dass das der hier ist, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal nach Nemscha. Okay, ich glaube, ich habe mich verschrieben. Ich glaube, der wird NM. So, der ist Stürmer. Da kann das hier nur hier der sein. Ah ja. Transferzentrale vermerken. Tun wir auch mal beobachten. So, dann gehen wir hier wieder zurück. Dann schauen wir nach dem nächsten. Der nächste wäre hier Tonali. Tonali. To. Ja, toll. Jetzt fahren hier noch LKWs an meinem Haus vorbei. Das müsste der hier sein. 18 Jahre defensives Mittelfeld. Beobachten und vermerken. Dann haben wir noch Mandragora. Schauen wir mal nach dem. Orlando Mandragora. 21. Zentrales Mittelfeld. Starker Fuß links, Größe 1,83. Okay. Tun wir auch mal beobachten und vermerken. Dann hätten wir noch Fein. Fein für die Abwehr. Adrian Fein. Von Jan Regensburg. Okay. Dann hätten wir noch Früchtel. Früchtel, das, da hatte ich auch schon dran gedacht. Vielleicht. Fruchtel. Ja, ist 18 Jahre. 1,93 groß, ja. Könnte man ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir den hier verpflichten sollen. Ich muss natürlich auch welche holen, wo ich mir auch leisten kann. Ich will hier jetzt nicht in die Miese gehen wegen denen. Dann haben wir noch Arne Meyer. Mal schauen. Ich glaube, der wird ein bisschen schlecht, den zu bekommen. Meyer. Hier habe ich Alexander Meyer. Okay. Wird er vielleicht anders geschrieben? Ich mach mal Arne.
Ah, mit A. Ah. Herr Makovitschka. Arne Meyer 19, zentrales Mittelfeld, starker Fuß rechts. Ja, ihr könnt ja zu jedem Spieler mal sagen, ja oder nein. Und falls ihr noch Vorschläge habt, könnt ihr es wieder in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Ich hätte ja auch noch einen, und zwar hier Lukas May. Lukas. Oder. Ne, wie. Ah. Wir schauen mal. Irgendwas mit Lukas May oder. Wo ist er denn? Muss auf jeden Fall ein Innenverteidiger eigentlich sein. Okay. Machen wir es anders. Wir machen mal Mai und dann suchen wir es im Verein. Ist auf jeden Fall bei den Bayern. Warte mal. Wir setzen mal zurück. Zack. Bayern. Suche starten. So. Nicht Meier, sondern Mai. Warte mal. Gehen wir auf Defensiv. Lars Lukas May, so heißt er genau. Jo. Den beobachten wir noch. Gut, dann gehen wir mal ins Büro, aber ich glaube, da ist nichts Neues. Nö. Kann ich Sie was fragen? Torwart Köpping. Ich glaube, den versuchen wir mal im nächsten Spiel. Transfers haben wir jetzt mal welche drauf. Ich glaube, wir gehen einfach mal auf weiter. So. Ja. Okay, wir spielen jetzt gegen Perugia. Perugia. So, da gehen wir mal gucken. Und zwar will ich ja den einen Torwart hier mal. Den Köpping. Den tun wir mal ausprobieren. Köpping? So. Den versuchen wir mal. Dann haben wir hier 63. Wie alt haben wir denn? Wie alt ist der denn hier? 23? Ja. Aber ich denke mal, so ist es besser erstmal. Dorsch, der bleibt drin. Schnatterer, rechtes Mittelfeld, links Mittelfeld. Sturm. Haben wir überhaupt einen Stürmer? Sturm, zentrales Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, links Mittelfeld, linker Verteidiger, Innenverteidiger. Also, das passt alles. Das ist schon mal gut. Der ist 25. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Wie alt ist der hier? Der ist 24. Der hier ist sogar 18. Den jetzt mitzunehmen. Ich weiß nicht. Lassen wir das mal. So, Aufstellung, das lassen wir so. So. Defensivspiel ausgeglichen, jo. Dann Breide. Ich glaube, das mache ich so. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob das so in Ordnung wäre. Ich denke mal, das ist zu tief. So. So, Angriff. Ausgeglichen. Breite. So, Spieler im Strafraum. Lasse ich es mal so. Ecken. Freistöße. Lasse ich auch mal so. Ich lasse das mal alles so. Und hier, ja. Ach, das ist mir immer so viel Arbeit. So, Kapitän. Schnatterer, das bleibt.
ich lasse mal alles so. Und dann gehen wir mal in das erste Spiel jetzt. In der zweiten Folge hier jetzt. So, Zentrale. Und dann gehen wir mal in das Spiel hinein. Zack. Auswärts, genau. Und spielen. Ja. In der Zeit könnt ihr mal gerne hier meinen Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, dass ich kein Video mehr verpasse und auch keinen Livestream mehr. Und natürlich den Like-Button blau hauen, bis es nicht mehr geht. Ja. Und dann gehen wir auch schon in das Spiel. Zack. So, auf geht's. Das erste Spiel hatten wir ja auch schon gewonnen. In der Vorbereitung. Oh, das war nicht so gut. Oh oh. Hey, der war aber knapp. Okay. Und Abstoß. Ballern wir das Ding mal nach vorne. Köpfen den zum nächsten. Ah, ey, was war das denn? Ah, da regt sich der Trainer auf. Das ist klar. Hat mich gefreut, dass die erste Folge so gut ankam bei euch. Aber ihr habt es euch auch gewünscht. Aber ich finde es besser, als immer die großen Vereine zu trainieren. So einen kleinen Verein. Schon richtig cool. Auch wenn jetzt die Bundesliga vorbei ist. Macht das ja eigentlich nichts. Schaut ihr eigentlich die Frauen-WM? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch dafür überhaupt interessiert, für die Frauen-WM. Oh, oh, oh. Ey. Oh, nö. Jetzt habe ich den Ball verloren. Also bis jetzt spielen sie nicht schlecht eigentlich. Außer dass sie nicht richtig nach vorne kamen. Ach. Alles klar. Ja, gespannt, wenn sie gegen größere Vereine spielen, wie sich dann die Mannschaft macht. Das hier ist ja nicht, glaube ich, so ein großer Verein, gegen den ich jetzt hier spiele. Ich habe zwar schon von dem Verein gehört. Perugia. Komm, hol in die Hand. Hol den Patzehähnchen. Komm bitte nicht ins Aus. Nein, 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 nein. Oh, schade. Ja. Ja. Jawohl, jetzt in die Mitte spielen. Schade.
Oh, der war gar nicht schlecht. Oh, schade. Ah, hier. Oh, da hat nicht mehr viel gefehlt. Hm. Der erste Torschuss von unserer Mannschaft. Also ich bin bis jetzt ganz zufrieden. Denn da? Ach, sehr schön gehalten. Ah, wunderbar. Und das war nicht mehr so schön. Ah, da kommen wir nicht dran. Können wir den Ball wieder erobern? Sehr schön. Sehr schön vom Torwart. Er macht sich gut. Für sein erstes Spiel. Oh. Das war nix hier. Ah. Okay, Halbzeit. So, ich habe jetzt Klatzel und Dorsch rausgenommen. Das seht ihr ja auch jetzt gleich. Tomala kommt rein für Klatzel. Und Andrich kommt für Dorsch. Also richtig zusammenspielen, das fehlt noch. Aber wir haben ja noch nicht unsere richtige Stammmannschaft. Das dauert ja noch ein bisschen. Vielleicht bekommen wir noch ein, zwei neue Spieler oder drei, keine Ahnung. Könnt ihr mal sagen, wenn ich verleihen soll oder wenn ich verkaufen soll, könnt ihr mir ja auch mal sagen. Ich kann euch ja gleich mal die Mannschaft nochmal zeigen, wenn ich hier fertig bin mit dem Spiel. Oh, okay, ich dachte, ich käme nicht mal richtig dran, aber... gehalten. Aber der war ja nicht so schwer. Ach je. Jawohl, lauf! Bam! Jawohl! Da ist das 1:0. Wunderschön. Dobidan. Ich glaube, er hat auch im ersten Spiel schon getroffen. Wunderbar. Ja, jetzt muss der Gegner was tun hier.
Oh, Eckball. Jawohl. Sehr schön. Ach, schade. So schlecht war der gar nicht. So, der Gegner wechselt auch. Oh, Heidenheim hat 7 Paraden und Perugia nur 1. Hm. Och nö, was war das denn? Alles klar. Na ja, gut. Er war direkt oben in die Ecke geschossen. Da konnte der Torwart nichts mehr machen. Schade. Jetzt muss ich hier wieder nachlegen. Ach, schade. Naja, unentschieden wäre ich auch noch zufrieden. Aber ein Sieg wäre natürlich noch besser. So, über außen. So wollte ich das eigentlich nicht, aber nein. Hab ja keine Karte bekommen, dann geht das. Also für 2 Spiele in einem Video, das wird immer ein bisschen eng. Ich habe jetzt schon 24 Minuten Aufnahmezeit, also ohne Schneiden. Was macht ihr da? Hm. Ah, sehr schön. Ach, wunderbar. Schade. Auch gar nicht so schlecht. Auch mit dem Kopf von der Entfernung, das ist schon, ja. Alles klar. No. Lauf! Ah! Nein! Shit, shit, shit! Kam nicht da an, wo er hin sollte. Okay, sieht so aus, als gäbe es ein Unentschieden. Da ist keiner. Das ist natürlich mies. Ja. Unentschieden im zweiten Spiel. Schade. Da war eigentlich mehr drin. Hm. Gut. Naja. Das haben wir sehr schön. Wir sind jetzt auf dem zweiten Platz mit 4 Punkten. Das geht eigentlich. So, dann trainieren wir mal noch schnell hier. Ja. Alles simulieren. Ah, okay. Der linke Verteidiger war nicht schlecht im Training. Und dann gehen wir noch kurz ins Büro. Mal gucken, was da für eine Nachricht gibt. Ups, ne.
Hier ist Büro. Nationaltrainer. Ich wollte Ihnen nur gratulieren für den neuen Posten als Heidenheim-Trainer. Alles Gute wünschen. Ja. Also ich könnte Nationaltrainer irgendwann werden. Mal schauen. Ja. Also denkt dran, mir in die Kommentare zu schreiben, wen ich... Achso, ich wollte dir noch schnell meine Mannschaft zeigen. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Kann ich das denn schnell machen? Ich glaube hier, Teamzentrale. So, hier seht ihr meine Mannschaft. Also wir haben hier 4 Torwarte. Dann haben wir 2 Rechtsverteidiger. 1, 2, 3, 4. 4 Innenverteidiger. 1, 2, 3 Linksverteidiger. 1, 2 defensive Mittelfeldspieler. 1, 2, 3, 4 rechts Mittelfeld. Dann haben wir 2 zentrale Mittelfeldspieler, dann 2 linke Mittelfeldspieler, ein offensives Mittelfeld, dann Mittelstürmer ein und dann 4 Stürmer. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wen ich davon abgeben soll oder verleihen soll. Ihr dürft mitentscheiden. Ja. Und alles, was ich jetzt hier in der Beobachtungsliste habe, könnt ihr mal sagen, wen ich davon nehmen soll. Jo, ich denke mal, das war's mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.